So, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um diesen IKEA-Schrank. Den möchte ich umgestalten, und zwar soll der anthrazitgrau werden. Und die Fronten möchte ich tapezieren mit einer ganz normalen Tapete, die man auch für die Wand nehmen würde. Ja, das Ganze wird wahrscheinlich so ein bisschen extravagant. Ich habe da so ein bestimmtes Bild im Kopf. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie es dann im Endeffekt dann aussieht. Ja. Da werden wir uns mal überraschen lassen. Ich denke doch, dass es ganz cool aussehen wird. Ja. Vorgehensweise ist folgende. Also wir werden den Schrank hier erstmal anschleifen, grundieren und dann zweimal Anthrazit lackieren. Danach geht es ans Tapezieren, und ich habe noch so Styroporleisten, die ich hier um die Schublade außen rum machen möchte, damit wir einen sauberen Abschluss einfach haben. Und ja, eventuell mache ich noch was mit einer Schablone, also so eine Schabloniertechnik hier auf die Seiten drauf. Ja, das werde ich dann mal einfach sehen, wie der Schrank dann eben aussieht zum Schluss. Und ja, mal schauen, vielleicht kommen hier auch noch Griffe dran. Wie gesagt, schauen wir mal, was daraus wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich werde dabei nichts kommentieren, also eventuell werde ich noch ein paar Sachen ins Video reinschreiben, ein paar Kommentare. Ja, aber wie gesagt, sprechen werde ich dabei nichts. Also, viel Spaß beim Zusehen. Thank you.
So, wie ihr sehen könnt, es ist vollbracht. Es hat alles länger gedauert wie gedacht. Ja, so ist es nun mal mit den ganzen Trocknungszeiten. Also, ihr habt es ja gesehen: einmal geschliffen, grundiert, wieder angeschliffen, zweimal den Lack aufgetragen. Die meiste Arbeit war wohl auch hier das mit mit diesen Leisten hier. Die habe ich alle per Hand dann mit der Säge geschnitten. Und das muss ja ziemlich genau sein. Das hat dann im Endeffekt aber auch nicht alles so gepasst. Und ich habe dann hier teilweise noch ein bisschen nachspachteln müssen, schleifen. Ja, also es war schon wirklich viel, viel Arbeit. Aber es ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Man könnte jetzt hier noch Griffe anbringen, zum Beispiel. Ich habe auch überlegt, an die Seiten hier nochmal ein goldenes Ornament mit einer Schablone zu machen. Ich habe mich jetzt aber auch dagegen entschieden, weil ich einfach Angst habe, dass es dann zu kitschig wirkt. Ich finde, der Schrank, ja, sieht irgendwie, also, wie soll ich sagen, er würde gut in einen Friseurladen passen. Ja, also er ist irgendwie schon sehr schick. Ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, er wird wahrscheinlich sehr extravagant. Und das würde ich eigentlich auch sagen. Ja, es ist ein extravaganter Schrank, der ja wirklich, wirklich schick geworden ist. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, hättet ihr hier nochmal Griffe dran gemacht oder hättet ihr vielleicht noch etwas anderes gemacht. Ich bin wie gesagt zufrieden damit und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, heute ist Silvester, passend, ja, deswegen habe ich das T-Shirt heute an. Ich werde das Video jetzt bearbeiten und schneiden. Das heißt, ja, das wird dann erst im neuen Jahr auch veröffentlicht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr bei meinen Videos. Macht's gut!